Die Phenolverkochung, die wir gerade eben gesehen haben, ist gut, um OH-Gruppen an den Aromaten dran zu bringen. Über die Azoniumverbindung sind aber auch noch andere Substituenten zugänglich. Drei dieser Reaktionen werden unter dem Namen Sandmeier-Reaktion zusammengefasst. Bei einer Sandmeier-Reaktion reagiert eine Diazoniumverbindung mit einem bestimmten Kupfer-1-Katalysator. Lässt man zum Beispiel eine Diazoniumverbindung mit Kupfer-1-Chlorid reagieren, dann wird dabei Stickstoff abgespalten und durch Chlor ersetzt. Das heißt also, man erhält hier in dem Beispiel Chlorbenzol. Analog dazu führt die Verwendung von Kupfer-1-Bromid ebenfalls zur Abspaltung von Stickstoff und die Ersetzung durch Brom, also Brombenzol entsteht. Setzt man hingegen Kupfer-1-Cyanid ein, so kann man jetzt erstmals die Cyanogruppe an den Ring dran substituieren. Das heißt also, das Produkt, was hierbei entsteht, ist Benzonitril. So, jetzt nochmal ganz kurz zu Chlor und Brom. Die hatten wir ja vorhin schon in der elektrophilen aromatischen Substitution. Und wenngleich es auch einfacher sein mag, die darüber einzuführen, so kann es aber zu Problemen führen, wenn schon Substituenten am Ring vorhanden sind. Dann würde eine elektrophile aromatische Substitution, also zum Beispiel die Chlorierung oder Bromierung, möglicherweise den Substituenten an eine falsche Stelle dran dirigieren. Entweder das oder aber es könnte auch sein, dass man bereits von einem substituierten Edukt ausgeht und dann einmal Chlor oder Brom an den Ring dran bringen möchte. Dann wäre es durchaus sinnvoll, den Weg über die Sandmeier-Reaktion zu gehen. Zur Zweitsubstitution wird es später nochmal ein extra Video geben, das nur aber schon mal an dieser Stelle erwähnt. Das Kupfer-1-Salz, das als Katalysator für die Reaktion benötigt wird, ist in wässriger Lösung nicht stabil. Das heißt, das muss für jede Reaktion immer wieder frisch angesetzt werden. Dazu nimmt man das entsprechende Kupfer-2-Salz, in dem Beispiel Kupfer-2-Chlorid, gibt Kupferpulver dazu, weil das so eine schön große Oberfläche hat, und kocht das Ganze und dann erhält man Kupfer-1-Chlorid. Zur Oxidationszahlen, da sehen wir Kupfer-1-Chlorid logischerweise 1, Kupfer-2-Chlorid logischerweise 2, Kupferpulver als Element hat 0. Bevor wir uns jetzt die Redoxreaktion noch mal etwas genauer anschauen, die Frage zunächst: Wie muss denn die Reaktionsgleichung ausgeglichen werden? Was muss denn da gemacht werden? Wir erhalten das Produkt genau zweimal. So, bei dieser Redoxreaktion handelt es sich jetzt um einen Sonderfall, nämlich Kupfer der Oxidationsstufe 2 reagiert mit Kupfer der Oxidationsstufe 0 und es entsteht Kupfer der Oxidationsstufe 1, also genau dazwischen. Wir haben also eine hohe Oxidationsstufe, eine niedrige Oxidationsstufe und als Produkt erhalten wir eine mittlere Oxidationsstufe. So eine Redoxreaktion hat einen bestimmten Namen. Was ist das für ein Name? Man bezeichnet diesen Vorgang als Komproportionierung. Das Gegenteil dazu ist die sogenannte Disproportionierung.
Dabei wird aus einer mittleren Oxidationsstufe eine hohe und eine niedrige Oxidationsstufe.